Hallihallo, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Ich bin euer Chojin und habe eine neue Info für euch. Auf meinem Kanal findet ihr hier rechts oben alle Let's Play Übersicht. Da hatte ich ja schon mal ein Video drüber gemacht. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr gewohnt auf die Seite mit den Let's Plays, die ich gemacht habe, mit dem Direktlink. Da gibt es aber was Neues, nämlich hier unten TV-Programm. Es hat sich nämlich festgestellt oder herausgestellt und immer wieder habe ich Infos bekommen, dass man zu bestimmten Zeiten wäre es besser, wenn dann Videos aktiviert werden. Bisher war es bei mir so gewesen, dass ich irgendwann, wenn ich Lust und Laune habe und gerade Zeit hatte, habe ich ein neues Video aktiviert. Das konnte dann um 2 Uhr nachts sein, das konnte genauso gut auch irgendwann morgens um 6 oder auch abends um 22 Uhr sein. Das kommt wohl nicht so gut an bei vielen. Und es wäre besser wie bei einer Fernsehserie. Nehmen wir als Beispiel Game of Thrones. Jeden Sonntag, 19 Uhr oder so, sage ich jetzt mal als Beispiel. Da wissen die Leute, sie freuen sich drauf. Oh, um die Uhrzeit muss ich einschalten. Dann bin ich auch einer der Ersten, kann früh einen Kommentar abgeben dazu oder dergleichen. So ähnlich werden wir das jetzt auch machen. Ich sage auch als Beispiel schon 19 Uhr, weil 19 Uhr ist, glaube ich, eine gute Zeit. Die meisten sind von der Arbeit zu Hause schon, konnten sich vielleicht schon eine Stunde ausruhen ein bisschen, haben den Rechner irgendwann angemacht, nachdem sie was gegessen haben und wollen mal schauen, ob irgendeine neue Folge da ist. Darum dachte ich mir, 19 Uhr ist eine gute Zeit. Und ihr seht schon, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Dann habe ich das so aufgebaut, dass ihr seht, was gerade Let's Played wird. Diese vier Spiele sind als Let's Play am Laufen. Und bisher war es so gewesen, oder momentan in den letzten Monaten war es so, weil ich nicht so viel Zeit hatte, dass ich jeden Tag versucht habe, ein Video zu aktivieren. Bei vier Let's Plays momentan war es so gewesen, dass wir halt jeden Tag dann eins in der Reihenfolge gesehen haben. Dass also, wenn wir zum Beispiel Star Wars Dark Forces hatten, dass erst nach 4 Tagen wieder ein neuer Teil kam. Man muss also 3 Tage warten, weil die anderen dann kamen. Das habe ich jetzt was geändert. Wir haben 2 Stück an einem Tag. Also ihr seht schon, Montag läuft Dark Forces und Montag Rache von Schwarze Auge. Dann sind 2 Tage Pause da drin und ihr habt dasselbe am Donnerstag wieder. Also Montag und Donnerstag Star Wars und Schwarze Auge. Und Dienstag und Freitag wieder mit 2 Tagen Pause habt ihr Heron's Quest mit dem Magierdurchlauf und Ekstatika 1. Dann Mittwochs liegt noch frei. Genau wie Samstag, da ist ein größeres Projekt, was auch längere Videos hat, habe ich eine kleine Info-Ankündigung. Auch wenn ihr öfters mal reinschaut hier bei TV-Programmen, werden hier bestimmte Infos manchmal erscheinen, habe ich mir gedacht. Und da habe ich am 25.08. nämlich schon mit Schicksalsklinge HD Gold-Version in der Version 1.36 plus, ich glaube 19 Mods, weiß nicht genau, habe ich Videos angefangen. Ich habe 11 Folgen beendet. Dann gab es direkt ein Urheberrechtsproblem beim ersten Video. Hab direkt mal den Entwickler kontaktiert und gesagt, hallo, was ist denn hier los? Ich habe hier irgendein Problem mit der Musik. So. Und dann hat sich festgestellt, dass die Leute, die da das Musikstück beanspruchen für sich, ein Musikstück beanspruchen in dem Content Strike, was gar nicht da abgespielt wird. Zwar von demselben Mann, der das gemacht hat, das Musikstück, aber die Rechte sind komplett da erhalten und ich habe die Rechte drauf, das zu produzieren. Das ist wie so total höhenrissig, keine Ahnung. Ja, und haben wir natürlich angefechtet und das dauert manchmal, also YouTube braucht da eine Zeit lang für und dergleichen, das wieder rauszunehmen. Das heißt, das kann jeden Tag losgehen und da dachte ich mir, Mittwoch und Samstag wären, glaube ich, ganz gute Zeiten dafür. Die Videos sind auch was länger, die 11, die ich jetzt produziert habe, sind so, ich sag mal, zwischen 40 Minuten und 60 Minuten, je nachdem, sind recht lang geworden. Ich bin sehr angefixt gerade drauf, weil Sternschweif HD ja sehr viel Zeit schon gefressen hat bei mir. Ich spiele es auch so momentan immer weiter, Sternschweif HD, um viel noch zu entdecken und die Erfolge will ich kriegen und dergleichen Gedöns. Macht halt richtig Spaß und freue mich richtig zu sehen, wie jetzt Schicksalsklinge HD Gold-Version mit den ganzen Patches geworden ist. Also die 11 Folgen haben super Spaß gemacht. Bin nur schon wieder dran, fast von vorne zu beginnen, um ein paar Sachen zu ändern von der Gruppe und so. Aber das seht ihr ja dann alles. Was gibt's sonst Neues? Ja, Sonntag ist erstmal frei. Da weiß ich noch nicht, was ich reinmache. Und Ekstatika sind auch nur noch 2 Folgen. Da kommt dann, seht ihr, heute Abend noch eine Folge. Ich hoffe, das Video ist bis dahin oben. Und am Dienstag käme dann die letzte. Da muss ich mal schauen. Ich spiele gerade, habe jetzt angefangen mit Resident Evil 1.
in der Remastered HD-Version. Das wurde nochmal komplett überarbeitet. Ist einige Zeit her bei mir. Ich hatte die GameCube-Fassung gespielt und davor halt natürlich die Saturn- und PlayStation-Version. Ist das so ewig her. Ist fast wie Blind, aber ich weiß noch einiges. Aber es macht sau Spaß und durch Extatica bin ich wieder ein bisschen im Survival-Horror-Trip drauf. Da müssen wir mal schauen. Das wird sehr wahrscheinlich den Dienstag und den Freitag ablösen. Ich hoffe, das kommt auch gut bei euch an. Ihr wisst immer genau, wann wird ein Video aktiviert. Also wenn ihr kurz nach 19 Uhr an den Tagen reinschaut, wisst ihr, ah, hier kommen gleich neue Videos. Da müsst ihr nicht den ganzen Tag immer wieder mal schauen, weil das tun wohl angeblich einige und sich dann wundern, ach, immer noch nichts gekommen. Wann aktiviert ihr denn endlich das nächste? Ihr wisst, 19 Uhr ist die Zeit. Ich hoffe, es hilft euch. Bis demnächst, euer Chojin.